Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, wie ihr sehen könnt, Tischansicht. Das heißt, wir haben heute mal wieder ein Tischreview. Und wie ihr es hier schon von meiner Hand luken sehen könnt, heute gibt es mal wieder eine Messervorstellung. Und heute mal richtig schön oldschoolig, das Gerber Fatty. Ist ein, wie gesagt, älteres Modell. Ich glaube so um die 2000er rum, 2000, ich glaube 2009 wurde die Serie eingestellt. Also hier quasi ein richtiger Klassiker. Eine Sache noch, Leute. Ich habe mittlerweile einen Telegram-Kanal. Völlig frei von Aluhuten, aber wir werden den da oben ein Schnäppchen schlagen, indem wir hier uns alle in einer Telegram-Gruppe versammeln, die ich professionell leiten werde. Und dort wird es nichts anderes geben, außer neue Videos, damit wir dem Algorithmus ein Schnäppchen schlagen. Denn dieser Algorithmus versteckt vor euch die Videos. Und damit das nicht passiert, kommt in die Gruppe und morgen fahrt ihr in Maserati, vielleicht, eventuell, kommt in die Gruppe. 10.000 Euro Cash jeden Tag. Ja, dieses Messer hier habe ich quasi nagelneu bekommen von einem Arbeitskollegen als Dankeschön, weil ich habe mal wieder ein bisschen Paracord hier verbastelt. Der Kollege aus Dortmund hatte sich ein BVB-farbenes Armband gewünscht und dem bin ich natürlich auch nachgekommen und ja, ich habe eigentlich nichts verlangt dafür, aber er hat mir hier als Dankeschön dieses Gerber Fatty geschenkt. Fand ich richtig nice, weil dies mich dann quasi mal dazu gebracht hat, über den Tellerrand hinauszuschauen. Weil ihr wisst ja, normalerweise, man hat ja eigentlich immer so sein Beuteschema, was Taschenmesser angeht und dementsprechend geht man halt dann auch nur, ja, nach diesem Schema. Bei mir ist es eher klassisch Holz, Mikata, Griff, nicht taktisch, ne? Klassisch halt. Und ja, das Gerber Fatty. Ach ja, und kein Wellenschliff. Und ich würde mal sagen, das Gerber Fatty hier ist das genaue Gegenteil. Es ist natürlich leicht taktisch angehaucht. Wir haben hier einen gummierten Griff. Und die Spannung, ich brauche es jetzt eigentlich ja nicht sagen, ihr habt es ja schon gedacht, aber wir haben hier einen Teil Serration drin. Aber ich muss trotzdem sagen, also um die Sache jetzt schon mal vorauszugreifen, dieses Messer hier hat mich richtig angefixt und ich weiß gar nicht, warum. Also wie gesagt, es entspricht eigentlich nicht meinem Beuteschema, aber ich finde es absolut genial. Also erstmal vielleicht mal kurz zur Optik oder beziehungsweise zu den äußeren Merkmalen. Wir haben ja einen gummierten Griff. Und der liegt richtig nice in der Hand. Also viele Leute sagen immer, dieser Gummierung etc., das sorgt für einen guten Grip. Meistens der Grip aber dann eher nur so ein bisschen besser als vielleicht mit einem glatt polierten Stahlmesser oder so. Aber bei dem Messer hier, dieser Gummigriff, der liegt Bombe in der Hand. Also auch hier, ne, von der Größe her, wir haben hier Grifflänge von, gut, lass mich nicht lügen, fast 10 cm. So, ups, so. Gut 10 cm Grifflänge, Klingenlänge sind wir so bei knapp 6 cm. Und ja, das ist jetzt nicht besonders groß, nicht besonders klein, aber wirklich angenehm. Ich habe es auch mal als EDC getragen, wir haben ein Gewicht von gut 80 Gramm und das fällt in der Hosentasche nicht wirklich auf. Wir haben hier einen Backlock und der verriegelt auch echt klasse und auch hier, wie ihr merkt, das lässt sich wunderbar öffnen und schließen. Ich weiß nicht, was für Linern es hier läuft. Genauere Infos konnte ich leider nicht mehr finden. Falls das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, hier Droppoint-Klinge. Also wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht mein Beuteschema. Aber ich muss sagen, es hat mich echt vom... Dieses Look, also der Look ist vielleicht nicht so das Ding, aber das Feel ist hier durchaus gegeben. Ja, wir haben hier verschraubte Griffschalen mit versenkten Schrauben. Das macht das Messer hier dann durchaus noch angenehmer. Wir haben hier keinen Angriffspunkt, der hier irgendwie einen Hotspot in der Hand beim Arbeiten erzeugen würde. Das Messer ist schön scharf, also ab Werk. Ich habe es jetzt ein bisschen im Garten genommen. Hätte ich vielleicht gar nicht machen sollen, weil, wie gesagt, das ist eigentlich ja... Mittlerweile ist es schon fast ein Klassiker. Ich habe gesehen, teilweise gehen die bei eBay sogar schon für um die 50 Euro. Ich glaube, Neupreis von diesem Teil hier waren mal, glaube ich, so um die 10, 15 Euro. Also da ist schon eine Wertsteigerung, aber ne,
Use your shit, wie man so schön sagt. Also von daher alles gut. Backlog, wie gesagt, und der funktioniert auch wunderbar. Was mich ein bisschen wundert, ich hatte irgendwann mal so ein Bear Grylls Taschenmesser mal geliehen. Das ist auch noch hier noch irgendwo auf dem Kanal. Ich versuche es euch zu verlinken. Ein ganz grausiges Video, glaube ich, weil es ist schon 10.000 Jahre alt. Wenn ihr mich mal stammeln sehen wollt von ganz früher, guckt da gerne mal rein. Das war auch so ein Gummimesser. Aber das war, glaube ich, komplett Vollgummi. Hier haben wir ja noch den Backlog hier drin. Das war ziemlich instabil. Das kann man richtig zusammendrücken. Aber hier, wie ihr sehen könnt, selbst wenn ich mit doll drücke, bewegt sich nur minimal. Ne? Wir haben hier einen Gürtelclip, Tip Down, und der ist auch verschraubt. Und wie ihr sehen könnt ihr trotz dieses Gürtelclips dann ziemlich gut durch die Ausfräsung hier nochmal die Arretierung der Klinge einstellen. Also alles da, was man braucht für ein praktisches Messer. Die kleinen Abstufungen hier unten auf dem auf Öffnungspin sorgen quasi auch dafür, dass man auch einen guten Grip hat. Ne? Also man rutscht da nicht so schnell ab. Also habe ich schon erwähnt, dass ich begeistert bin. Klitzekleines Lanyard-Hole ist vielleicht ein bisschen schmal geraten. Da kann man halt wirklich nur ein einfaches Band durchziehen. Könnte vielleicht ein bisschen größer sein, aber ich persönlich brauche eigentlich auch nicht unbedingt Lanyard-Holes. Aber was ziemlich stark ist, jetzt kann man es hier ein bisschen sehen, wir haben hier noch eine Art, ja, so eine Messingöse in dem Lanyard-Hole. Also sprich, selbst wenn ihr hier mal einen Faden durchmacht, dann schmögelt der nicht dieses Gummi ab. Finde ich eigentlich ganz genial gemacht. Wie ihr seht, ihr seht hier schon so ein bisschen so leichte Abnutzungsspuren, aber trotzdem, das Messer, ich habe es wirklich im Garten genutzt und es hat eigentlich kaum Abnutzungsspuren. Ich habe es jetzt ein bisschen wieder geölt, weil es ein bisschen knirschig war hier, aber tipptopp. Wie gesagt, eigentlich bin ich auch kein Fan von Serrations, aber hier gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wir haben quasi dadurch, dass wir jetzt Best aus Both Worlds haben, das heißt, wir können hier vorne normal schneiden und mit der Serration nochmal ein bisschen eine kleine Säge machen, sage ich es jetzt mal. Ansonsten, was haben wir noch hier? Den Aufdruck auf der Klinge. Ich glaube, es ist 440 Stahl. Ich bin mir nicht sicher, 440C oder 440A. Ist auf jeden Fall Stainless Steel. Konnte ich leider auch keine weiteren Infos zu finden. Aber wie gesagt, hier mit dem Gerber-Aufdruck muss ich sagen, also ich bin ja eigentlich kein Freund normalerweise von großen Aufdrucken, aber der sieht doch schon ziemlich nice aus. Klinge ist ein bisschen satiniert, gefällt mir auch sehr gut und ich muss sagen, es macht einfach einen komplett starken Gesamteindruck. Ich weiß auch nicht. Verarbeitung auch richtig gut. Wir haben hier nur so einen minimalen Übergang zwischen Gummi und Backlog. Der Übergang hier vorne von der Klinge zum Messerrücken ist auch gut geschlossen. Wie ihr sehen könnt, hier ist nichts, da ist keine harte Kante, nichts. Also da gibt es auch nichts zu meckern. Ja, was wäre mein Fazit zu diesem schönen Messerchen? Also, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Ich glaube, ich fand es ganz cool. Und also, ich möchte als Fazit einfach mal für euch vielleicht mitnehmen, dass ihr einfach mal über den Tellerrand hinausschaut und mal so vielleicht mal irgendein Messer euch besorgt, wo ihr normalerweise sagen würdet, Mensch, das ist eigentlich gar nicht meins. Einfach nur mal so, um mal so ein bisschen euren Horizont zu erweitern. Wunderbar, alles klar. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr auch schon mal so einen Moment hattet, wo ihr quasi eine Sache aus einem anderen Genre, müsst jetzt nicht unbedingt Messer sein, schreibt es mir einfach gerne mal in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten geht heute Nachmittag auch noch auf dem Zweitkanal ein Review online über einen richtig geilen Kriegsfilm in einem Steelbook. Also schaut gerne mal vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung. Um 15 Uhr geht's da weiter. Alles klar. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.